regnet, ja. Guten Morgen, meine Hübschen. Es ist Montag. Es regnet in Strömen. Ich bin... Ich wollte Video schneiden gerade. Also wir haben jetzt 21:45 Uhr. Wir fahren jetzt einkaufen. Der Ausschnitt ist leer und Obst ist nicht mehr so viel da. Und so weiter und so fort. Und wie das nach dem Wochenende so ist. Auf jeden Fall wollte ich noch Videos schneiden für Dojo Spielzeugwelt, damit heute eins online kommt. Und bei dem ersten Video haben Joanna und Dominik, die haben die dann alleine gedreht. Beziehungsweise bei dem einen habe ich alles vorbereitet, habe alles angemacht. Die hätten nur filmen müssen. Denn Dominik hat auf die Kamera gedrückt und hat die dann nicht mitlaufen lassen. Boah. Man sieht die nur frontal und das Spielzeug an sich sieht man überhaupt nicht. Beim zweiten Video war es eine Playmobil-Zeitschrift, haben die jetzt abgedreht und haben keinen Ton nicht angemacht. Die haben den Mikro nicht angemacht. Also zwei Videos, Fail, kann ich nicht gebrauchen, kann ich nichts mit anfangen. Und dann hat die kleine Maus hier gerade, als ich alles sauber hatte, hat den Apothekerschrank aufgemacht und hat eine Packung rote Linsen mal richtig schön durch die ganze Bude verteilt. Das Ding rausgenommen, Explosion. Muss ich gerade nochmal saugen und jetzt fahren wir einkaufen und ich bin... Scheiß Montag. Dover Montag. So, und dann regnet es auch noch. Ja, dafür habe ich aber einen Termin beim Fotografen gemacht und mache ein Familienfoto mit Quentin und ja, das machen wir dann. Schönes Familienfoto und ein Foto für unser YouTube-Banner. Ein schönes, wo wir alle drauf sind. Nächsten Monat. Ja. Ja. Was macht die Lamia da? Meine Lieben, wir haben jetzt 1 Uhr. Ich bereite jetzt Mittagessen vor. Lamia hat keinen Mittagsschlaf gemacht. Ich bin fix und fertig. Ich heute ist ein richtiger blöder Montag. Beim Einkaufen habe ich die Hälfte vergessen. Weil die Kleine einfach nicht in dem Wagen sitzen wollte, dann ist sie andauernd weggerannt. Also im Moment gehe ich wirklich wesentlich lieber ganz alleine Lebensmittel einkaufen, weil dann habe ich meine Ruhe. Kann ich vernünftig mal gucken, was Neues gibt. Aber mit der Kleinen hast du keine Chance. Ja, Schatz. Ja, jetzt nascht sie gerade Salzstangen und spielt Kochen. Ja, ich sehe schon, was du da machst. Toll. Das heißt, dass sie dann heute Nachmittag wieder extrem müde sein wird. Ich soll kommen? Ich soll kommen? Ja. Warum? Guck mal. Ich mach doch Essen. Ich guck. Ich sehe das, die Salzstange. Toll. Soll ich dir runterhelfen? Ja. Ja. Komm mal. So. Mach mal einen Kaffee. Mach mal einen Kaffee. Ja. Toll. Danke. Und heute gibt es die leckere Blumenkohlsuppe wieder. Die hatte ich ja schon mal gemacht. Und die war so lecker. Und ich habe gedacht, gibt es sie heute wieder. Heute ist sowieso kalt. Es regnet den ganzen Tag. Um 3 kommt meine Freundin mit ihrer Tochter aus Nordholz. Die sind hier das Wochenende gewesen. Und heute kommst du zu uns, essen wir Kuchen und... Nee, nein, du sollst in deiner Küche einen Kaffee machen. Nee, nicht bei mir. Ich will keinen richtigen Kaffee. In deiner Küche. Bei dir, mach mir mal bei dir einen Kaffee. Mach mir mal bei dir einen Kaffee. Ich möchte keinen richtigen Kaffee haben, Schatzilein. Okay? Ja, dann essen wir Kuchen. Für Lami habe ich bei Kamps eine vegane Apfeltasche gekauft. Und ja. Mein Patenkind hat noch so eine kleine Überraschung. Sie hat nämlich Seepferdchen gemacht letzte Woche. Da haben wir ja auch noch was geholt. Was denn, mein Mäuschen? Mama. Ja. Ja. Und dann? Ja, Moment.
Termin für ein Fotoshooting steht auch in 2 Wochen. Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass anscheinend die Cam kaputt ist. Nicht nur, dass Joanna sich da draufgesetzt hat, sonst hat sie jetzt auch noch einen Wasserfleck irgendwo in irgendeiner Ecke da oder da. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Und das ärgert mich auch noch richtig. So alt ist die Kamera ja auch nicht. Und das mit den Videos von Dominik und Joanna ist auch ärgerlich. Da ist die Kamera, die wir haben, nicht so für geeignet irgendwie für. Weil die beiden irgendwie nicht in der Lage sind, die vernünftig einzustellen, ohne mich. Öfters, schon öfters passiert. Und das ist natürlich dann extrem doof. Ja, jetzt haben wir überlegt, vielleicht uns ein anderes Dojo-Spielzeugwelt zu holen. Und das ist dann meine Aufgabe, zu gucken, welche dafür am geeignetesten ist. Und dieser komische Fregel da, der unsere Videos klaut, der ist immer noch online. So. Zack, zack, zack. Salzen. Und ab auf den Topf. Du musst mal eben ab. Wie hier. So. Lecker essen. Ja, Mama macht lecker essen, ganz genau. So, das kriegen die Hühner. Dann muss ich den Blumenkohl noch waschen. Die Hühner kriegen das, genau. Dann müssen wir die mal machen. Dann müssen wir die mal dazu zeigen. Genau. So, hat der Joanna gerade gesagt, dass das Video nichts wurde. So, Essen ist fertig. Heiß, ja. Hier ist auch noch ein Löffel. Was ich von meiner Freundin geschenkt bekommen habe. Diese Sticker. 5 Violette. Ein Pappig-Sticker oder wie die heißen. Dann habe ich so einen Block mit Stickern. Und zwar sind da 3 Reihen drin. Mit so ABC. Und zwar hier so. Und mein Buchstabe ist ja mit J. Fängt ja mit J an. Und da ist Violetta und Mila. Der zweite Bogen sieht so aus. Und der letzte Bogen ist mit ABC, glaube ich. Mit ABC und mit Zahlen. Und halt hier so mit diesen Mustern. Schön. Und so. Lieb von der. Pass auf, weil du kannst auch eine Gabel nehmen, Schatz. Und da ist auch wirklich gar kein Sticker raus. Wenn ich kein Violetta mag. Du bist heute anstrengend. Du bist heute anstrengend. Jetzt iss mal. So, so sieht die Suppe aus. Die habe ich ja schon mal gemacht. Langsam, du machst dir Aua, Lamia. Haben wir jetzt die Trotzphase hier? Schön langsam. Ist das immer noch heiß, ja, ne? Muss pusten ein bisschen. Komm mal her, ich helfe dir. Ist nicht heiß, hier. Ach, du bist schon am Kauen? Oh, das ist bei mir heiß. Ein bisschen. Das ist, welche Suppe ist das nochmal? Blumenkohlsuppe. Blumenkohl. Und ich mag Blumenkohl. Wir haben jetzt 18.28 Uhr. Unsere Gäste sind weg. Lamia ist im Bett. Dominik ist unterwegs mit seinem Schwager ein Auto abholen. Der hat sich ein Auto gekauft, muss das in Essen abholen. Und der Dominik wird ihn dahin. Und Joanna war gerade duschen. Aladdin. In deinem Zimmer. Jetzt machen wir noch Hausaufgaben. Weil wir ja heute Besuch gekriegt haben, haben wir das so nicht geschafft. Ich bin kaputt. Das Beste heute war, weiß ich auch nicht, dass meine Freundin hier war. Es war schön, die mal wiederzusehen. Und mein Patenkind. Alle Kinder haben schön gespielt. Es war laut. Ne? Mhm. Aber lustig. Wir hatten ganz viel Spaß. Haben wir oben eine Bälleschlacht gemacht in Lamias Zimmer. Und guck mal, was ich alles hier drin habe. Einmal habe ich hier ein Füller, oder wie das heißt? Ja, so ein Stift, so ein Pen. Wie heißt der? Der hat einen bestimmten Namen. So? Und ich kann, nochmal, kann man noch ganz fein schreiben. Frixion-Ball. Nicht anmalen, bitte. Du wolltest sogar duschen. Oh. Dann habe ich hier Stifte für die Hausaufgaben. Mhm. Einen Bleistift. Ich wechsle den gleich auf. Ich habe nämlich mal Zimmer einen großen gefunden. Hast du gefunden? Ja. Ich habe letztens so viele gekauft. So ein Radiergummi und ein Puzzle Elsa Radiergummi. Also Anna und Elsa und mal ganz spitzer. Genau. Ich hole mal kurz mein Schild, kann mit dem nicht schreiben.
Ich puzzle jetzt eine Runde. Und wenn die Jonna dann die Hausaufgaben gemacht hat, wir lernen die, also einmal eins muss sie lernen, die Reihen. Und das machen wir jetzt. Ich frage sie ein bisschen ab. Oder sie sagt mir sie vor, die schon kann. Ich glaube, 4 oder 5 Reihen kann sie schon sehr, 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 sehr gut. Und ey, so. Und danach spielen wir SOS-Affenalarm. SOS-Affenalarm. So, das ist der große Bleistift. Da, neuer Bleistift. Yay. Du riechst so gut. Nach frisch geduschtes Kind. Das. Also, hallo, Elsa Radigoni. Also wie nach Mango. Wenn ja. Mango gut steht. Mhm. Okay. Hier hatte ich alles richtig. Ganze Diktat richtig? Außer eins. Supi. Okay. Ist das pink? Nee, das ist orange. Zieh, 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 zieh. Oh. Oh. Tja, jetzt hast du gedrückt, jetzt kriegst du vielleicht noch einen. Mach doch noch mal so. Nee. Pink. Haha. Einen. Grün. Auf jeden Fall cool, das Spiel, ne? Ja. Du musst auch schneller rausziehen. Ja, das ist kein Wunder dann. Eigentlich musst du ja nicht schneller rausziehen. Nee, das heißt, dass du keine Ahnung hast. Hab so, guck mal ein bisschen, bei mir schläft. Mhm. Du musst dir grün abkriegen hier. Ist ja langsam ist besser. Ist nur eingekriegt. Wenn du schnell machst, dann wackeln die alle und alle fallen ab. Boah, das ist aber gleich eine Massensammlung. Kinder schlafen jetzt, beide. John auch. Ich habe ja noch was vorgelesen. Dann haben wir hier noch die Haare geföhnt ein bisschen. Und jetzt schläft sie. Ich habe gerade noch ein bisschen gesnapchattet. Lustige Filter haben die da wieder. Und ich muss jetzt auch gleich noch kontrollieren, ob noch irgendwo da oder da Flecken sind an der Kamera. Das Problem ist, wenn ich diese Kamera jetzt zum Reparieren bringe, weil John hat sich hier drauf gesetzt hat und hier hinten ist alles kaputt, habe ich keine zum Filmen. Und ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. Und das machen die ja nicht in 1-2 Tagen, wenn das überhaupt zu reparieren ist. Bevor wenn das der Sonntag, das der Montag. Was ist los, mein Schatz? Was ist los, mein Schatz? Willst du raus? Ja? Dann bringe ich den Quentin jetzt raus. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann morgen hoffentlich mit einer besseren Laune und nicht so viel Unglück. Tschüss.